das stimmt. So, ich werde das Feuer. So, jetzt müssen wir, muss ich das auch richtig platzieren. So, wenn hier eine Wand hinkommt, hier zwischen. Wenn ich mir das so vorstelle. So, dann. Warte mal, die Türen. Wo machen wir die Türen hin? Ich weiß nicht, ob ich hier eine Türen machen kann. Und das ist ziemlich scheiße, weil du da Kacke rauskommst. Dann mache ich, kommt hier in die, dann kommen hier die beiden Türen rein. Machen wir hier einfach mal Fenster rein. Das wäre nämlich auch gar nicht so verkehrt. Weil, dann können wir da, wenn da der Sonnenaufgang ist, und hier, dann machen wir das mal. Machen wir das mal. Warte mal, wenn das mir schon gegeben, mache ich erst die Wände. Damit ich mir sicherer bin. So, 4. Hier kommt eine Wand hin. Hier kommt eine Wand hin. Da kommt eine Wand hin und... Du hast mir das vorher hingemacht, noch gar nicht? Noch gar nicht, nee. So. Alles ja, das war geplant hier, so weißt du. Ja, ja, das ist cool. Soll ich da eine Box reinmachen? Wenn du das schaffst, also wenn du jetzt genug Holz hast. Also ne, das ist eine Box, ne? Eine Truhe sozusagen. Ja, ja, da meinte ich ja auch mit dem Dings, mit der Storage Box. Ach so, ja, ja. Okay, warte mal. Ey, ohne Scheiß, wie siehst du dir was? Ich sehe gar nichts, gell? Ja, ich sehe auch nicht so viel. Warte, jetzt gleich siehst du was. So, jetzt siehst du was. So, komm. Tun wir mal ein bisschen Holz da noch rein. Damit die Kakao länger brennt. So, genau. Ja. Eine Box würde ich genau daneben packen. Genau daneben? Ja. Okay. Soll ich die ein bisschen an die Wand, oder? Ja, hier. Direkt hier so, da so hin. Okay, alles klar. Und okay. So ein Ofen, würde ich sagen, wenn du einen Ofen hast, hier so hin. Warte, wo? Hier so. Und so hier, direkt daneben, hier so mäßig. Ach so, alles klar, ja. So, an die, ja, okay, an die Wand so. Alles klar. Und hast du eigentlich die Sleeping Bags mitgenommen? Oh, wird wieder hell. Hast du die Sleeping Bags eigentlich mitgenommen? Nee, habe ich nicht mitgebracht. Okay, das ist ja nicht schlimm. So, hier können wir mal Search. Da kann man Sachen reinpacken. Ah, alles klar. Okay. Cloth tue ich ja erstmal rein. Obwohl, warte mal, Karkor brauche ich nicht. Die Munition kann man auch reintun. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob da jeder an die Truhe kann. Ich glaube schon. Jeder kann an die Truhe, ja. Das ist so ein bisschen problematisch. Aber später kommt man eh nicht in die Tür rein. So. Eben. Denke mal, dazu. Wobei die ganz wertvollen Sachen würde ich immer... Ja, dabei haben. Okay, so, ich würde sagen, Sleeping Bags, holst du die gerade, oder? Ich kann nur meinen holen. Achso, ah ja, stimmt. Sonst wäre das ja ein bisschen scheiße. Aber doch, meins kannst du auch abbauen. Nee. Echt nicht? Abbauen, ja, aber dann ist es kaputt. Achso. Okay. Alles klar, so, Feuer, so, alles klar. Dann ist es, ja, man kann, also aufheben kann man nur sein eigenes. Okay. Ich platziere mich jetzt mal ganz, ganz schön hier. Oh, ist das wunderbar. Ah, genau, wollte ich gerade sagen, wir können das ja eh abbauen. Weil sonst würde ich jetzt überlegen, so wo ich das hinbauen, aber ich baue das mal. Das ist hier auf jeden Fall nicht standardmäßig hin. Dahin. Na, wunderbar. Direkt neben Feuer mit dem Kopf, weißt du, wenn du aufstehst, ja, hast du keine Haare mehr. ja, wieder Holz sammeln gehen, würde ich sagen, ne? Ja, müssen wir echt, ey. Ich bin alles klar. Hier. So, ich habe gesagt, eigentlich um 8 mit dem Lars, wir haben jetzt genau 8. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen Holz sammeln. Okay. Und dann will ich zurückgehen, noch mal ein paar Wände bauen und dann machen wir mal einen Schnitt. Jo, können wir machen. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen Holz sammeln mit der Axt jetzt, die wir haben. Kriegen wir ein bisschen mehr Holz. Wobei... Ich glaube mehr nicht, es geht nur schneller. Ich guck gleich mal, wenn ich ein Bündel abbau. Wobei ich... Ich krieg da auch nur seine 40 oder was. Oh, da hinten schon. 70. Ich habe aus einem Bündel habe ich 70 bekommen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob das Standard ist oder wieder mal lucky war. So, da ist ein Bündel. Ich guck jetzt mal. Aber die Bündel, die tun schnell spawnen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, okay, das ist in Ordnung. Oh, ich hab einen zweiten Pfeil. 20, 30, 40, 50, 60, ja, 76 habe ich bekommen. Ne, 79. Ja, doch, 76 insgesamt. Also ist ungefähr gleich. Baut die Achse ich eigentlich ab? Ne. Ich denke mal, das ist so vom Server eingestellt, dass die Sachen nicht kaputt gehen können. Das könnte natürlich auch sein. Ey, ich habe doch hier gerade ein Holzteil gesehen. Jetzt ist das weg, Alter. Das Problem ist, ich habe keine Pfeile. Noch welche machen oder noch ein Und ich habe keinen Stein dabei. Das ist natürlich doof, aber... Warum habe ich denn keinen Stein dabei? Habe ich die da reingetan gerade? Das war natürlich äußerst dumm. 10, 20, 30, 40, 50, 60... Ja, 69. Ja. Ist klar. Geht halt schon ziemlich schnell, wenn du so denkst, ich hab jetzt schon wieder 174. Ja, ja, aber ohne Witz, man muss auch die Dinger finden. Wollte ich gerade sagen, normalerweise sind sie nicht so krass. Da haben wir, wenn ich ehrlich sein soll, sogar richtig viel Glück. Das war ich echt so. Hätten sie auch ein bisschen anpassen sollen. Ich meine, das kann doch irgendwie nicht sein, dass man einen Baum hat und da fast gar nichts kriegt. Und eigentlich schon, ja. Also wenn ich ehrlich sein soll, sollten die Bündel von mir aus weniger geben. Ja, oder die Bäume ein bisschen mehr, fände ich am besten. Oder die Bäume, ja, natürlich, ne. So. Alter, da sind so viele Tiere gerade.
Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tiere und nur in meiner Blickrichtung. Ja, ist echt krass. Also ich bin jetzt mal bei dem gegnerischen Haus da gewesen. Also was heißt gegnerisch? Das sind ja keine Gegner. bei dem Haus da, ne? Ja. Die sind eh nicht da. Ich denke mal, ich hack das Holz jetzt mal ab. Ich denke mal nicht, dass die auch mich sofort töten würden. Also ich hoffe es nicht. Ich meine, so, wenn ich ehrlich sage, so krasse Sachen habe ich eh nicht dabei. Die guten habe ich eigentlich alle da hinten platziert. Ich weiß auch nicht, ob einer da ist. Ich würde sagen, ich spreche mal. Hello? Oder beziehungsweise hallo. Okay, jetzt wo ist? Ich meine, ich will hier eh nicht rein, davon ab. Ich glaube, da ist keiner, du. Ne, ich glaube auch nicht so. Hier ist doch ein Hirsch. Ein Huhn und ein Bär. Ein Bär kommt mir sehr ungelegen. Wobei ich eigentlich da lang muss, weil ich weiß, dass da ein Bündel ist. Das habe ich nämlich von unserem Haus aus gesehen. Soll ich im Wald rein? Oh, ich weiß nicht, ey. Ist das ein Wolf? Ja, das ist eine gute Frage. Problem ist, hier ist echt verdammt viel Holz. Also hier ist Holz, zwei Steine. Okay, ich baue da jetzt einfach mehr. Und eigentlich ist ja gerade kein Tier. Eventuell ist auf jeden Fall sehe ich keins. Gleich hörst du eins. Ja, dann bin ich aber schneller weg, wie Polizei erlaubt. So. Lohnt sich das mit... Da ist auch noch ein Holzbündel. Lohnt sich das mit der Axt eigentlich, Stein abzubauen? Ja. Stein? Ja, ich mache alles jetzt mit der Axt. Ich weiß, die geht ja eh nicht kaputt, weißt du? Ja, eigentlich schon, ne? What the fuck? Ich habe gerade ein Schwein geschlagen und auf einmal war es, was weiß ich, 10 Meter weg. Ja, manchmal leckt das. Das ist bei mir aber auch... So. Problem ist so, im Wald kann man echt schlecht weit gucken und deswegen weiß ich nie, ob hier so eventuell irgendwo ein Tier ist oder nicht. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht verläufst, ne? Nee. Da habe ich manchmal meine Probleme mit dir. Okay, da ist ein Wolf. Das Problem ist, da ist ein Bär. Aber ich könnte mich bandagieren, das heißt, ich könnte normalerweise... Wo mit der Axt schlachten, Nee, das hat... Wollte ich gerade sagen, das war jetzt nicht so dein Favorit, ne? Nee, aber echt nicht. Ja, der steht... Der steht aber auch genau an dem Bündel. Egal, ich gehe mal jetzt ein bisschen ausdrücken, vielleicht finde ich ja hier noch was. Boah, Alter, habe ich hier gerade gest... Oh, Alter. Alter, drei Holz, vier Steine. Alter. Und direkt, also ich muss nicht mal weit laufen. Okay, das ist gut. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt schon zurück, oder? Machen. Ich bin hier auch ziemlich weit weg, deswegen. Also ich meine, das ist ja schon das ist schon relativ viel. Ich finde so jetzt, ich habe jetzt 250, so mehr sogar, 350. Und also du da deine drei Bündel hast, hast du auch 200. Also das sollte dann schon... Da bin schon... Nein, ich habe nur 70, alles klar. Ach, hier ist auch noch Bündelholz. Ja, finde ich krass, dass du sogar 250 Holz dabei haben kannst und dass sich das dann stackt. Deswegen habe ich auch gerade gedacht, ich guck. Hä, 90? Okay, ich habe jetzt hier nochmal... So, das abbauen. Da ist auch noch ein Bündel Holz, jawohl. Da läuft doch. So, bauen wir das auch nochmal ab hier. Echt mal, also hier hinten, das ist, wenn du direkt aus unserem kleinen Ausguck, da wo der Ofen und so steht, ne? Ja. Direkt links und immer weiter links. Also gar nicht, also nur noch einmal 90 Grad nach links und nur noch geradeaus. Also gar nicht. Die Straße drüber und weiter. Okay. Und, Lol, der Bär. Lol. Der. Okay, also, okay, das leckt bei mir. Tut mir leid, Jungs, Leute. Das leckt bei mir, kann ich leider echt gerade nichts für. So, der Bär rennt mir jetzt hinterher, so jetzt mache ich einen Kreis. Und da der so ultimativ langsam ist, kann ich dabei Holz abbauen. Hat natürlich auch viel. Oh. Ja, so, ich bin fertig. Tschüss, Bär. Oh, ich I'm bleeding. Alles klar. So, ich laufe jetzt zurück zum Haus. Okay, ja, ich guck noch mal eben hier, mach noch eine Runde. Wollte ich gerade sagen, ich guck noch mal auf ein offenes Feld. Vielleicht ist da was Neues gespawnt. Aber... Ah, da hinten ist noch was. Weil damit könnten wir jetzt eigentlich relativ viel anfangen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt...